Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Sims 4. Ich dachte gerade, warum guckt die Marie so traurig? Aber das hat sich jetzt relativ schnell gewandelt. Du bist glücklich, aber fühlst dich gleichzeitig unwohl, weil du angeekelt vom Essen bist. Lucy, was machst du da? Möchtest du zum Papa, der da ein bisschen Musik hört, sprechen? Klopf-Klopf-Witz? Du erzählst dem Papa einen Klopf-Klopf-Witz? Na, das kann ja nur super werden. So, Olivia schläft noch, ist auch alles super so. Sonntag 0:40 Uhr. Eigentlich müsste Lucy längst im Bett sein. Mike pennt auch. Soll ich mal die Musik ausmachen, wenn ihr hier gerade sowieso nicht tanzt? Maike, möchtest du vielleicht mal richtig schlafen? Ich meine, Nickerchen ist da jetzt nicht so sinnvoll, ne? Was hast du jetzt vor? Leerst du das Töpfchen oder gehst du drauf? Nee, du leerst das Töpfchen natürlich. Och Gott, mir tut es so leid, dass es dir so schlecht geht, aber so ist das halt, wenn man bald ein wunderbarer Vampir wird. Ich weiß nicht, ob schon diese Folge passiert, keine Ahnung. Wir müssen jetzt mal gucken, was ist das hier? Müll leeren. Okay, ich möchte jetzt mal eben kurz schauen. Follower besitzen, 2000. Okay, ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, wenn wir mal wieder ein bisschen was für die Arbeit tun. Ich meine, Dante treffen ist auch immer schön und gut, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Und wie es aussieht, kannst du immer noch nicht livestreamen, ne? Du brauchst nicht essen. Lass es, dir geht sowieso danach schlecht. Wir können, ja, weiß ich nicht, was wir machen können. Wir können später mal gucken, ob wir überhaupt noch essen müssen oder ob wir dann irgendwann Plasma trinken können. Also, du kannst mal bitte deinen Status aktualisieren. Das ist vielleicht nicht schlecht. Und ein Bild teilen ist auch nicht schlecht. Und dann habe ich gerade gesehen, du kannst auch bloggen und du kannst dich auch gleichzeitig noch mit den Journalisten vernetzen. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. So, haben wir das erstmal abgehakt. Oh, ihr zwei. Ihr seid ja gerade total süß, ne? Wobei du eigentlich mal was essen müsstest. Und wie geht's Lucy? Lucy müsste auch was essen. Pass mal auf, dann machen wir das so. Sprechen beibringen, Kinderbuch lesen, nein. Buch. Kinderbetreuung. Essen geben, ja. Dann geben wir ihr auf jeden Fall was zu essen. Und dann kann er sich ja auch noch was holen und sich dann hoffentlich dazusetzen. Essen geben. Das beste Bild aller Zeiten. 775 Follower insgesamt. Ach, super. Das ist doch nicht schlecht, aber ich glaube, ganz so lange bist du da jetzt auch nicht beschäftigt, ne? Mit deinem Bloggen und Bildteilen. Was macht das Klo? Ist das kaputt? Nee, das spinnt nur rum. Alles klar. So, genau. Setz du mal bitte Lucy da ab. Gib ihr ein bisschen was zu futtern. Und dann kannst du dir selbst nämlich auch was holen. Es müsste ja noch genug da sein, oder? Was ist das hier? Samosa. Ja, klar. Ein Gericht nehmen. Dann kannst du das machen und dich dann hier hinsetzen und einfach so ein bisschen mit ihr sprechen. Sprechen beibringen. Ja, da weiß ich nicht, ob das währenddessen funktioniert, aber ein Versuch ist es wert, warum eigentlich nicht? Kennenlernen ist auch nicht schlecht und dann muss Lucy auch schon wieder ins Bett, ne? Ich meine, wie sollte es anders sein? So, die Bilder haben dem Blog wirklich Schwung verliehen. Ach, das ist super. 925 Follower insgesamt. Okay, noch nicht ganz die Hälfte. Arbeitsaufgaben für die Arbeit von zu Hause. Zweimal mit Kollegen über die Arbeit plaudern. Ja, das, ich weiß ja nicht, wie das funktionieren soll, wenn wir zu Hause arbeiten, ne? Du hast auch Sonntag frei. Das bedeutet, dass wir einfach nur weiter daran arbeiten können, die Follower zu bekommen. Ich glaube, mehr können wir nicht tun. So, und ihr seid alle todmüde, ne? So, Lucy, du hast ja schon aufgefuttert. Das geht ja schnell. Bist du denn richtig satt geworden? Ja. Pass mal auf, dann kann der Papa noch ein bisschen mit dir reden. Was macht er da jetzt? Alberne Geschichte. Ach, er hört sich das an. Ach, süß. Du hättest nie gedacht, dass du es schaffen würdest, dich mit diesem Journalisten anzufreunden. Was für ein Tag. Ach, super. Also bist du jetzt komplett fertig? Ja, mit dem Essen. Ich meine, Plasma trinken geht ja noch nicht, ne? Wollen wir es nochmal versuchen? Mehrauswahl öffnen. In Welt platzieren. Ach, es ist doch gar nichts mehr da. Okay, möchtest du dann vielleicht... Nee, wo war es denn gerade? Kochen. Möchtest du dann vielleicht noch ein bisschen was kochen? Nigiri. Was denn dieses Pho? Ist das für Vegetarier geeignet? Nee, ne? Ich glaube nicht, weil ich würde hier auch gerne was machen, was die Olivia dann auch direkt essen kann. Tofu-Tacos, das wäre doch mal eine Idee. Buntbarsch aus der Pfanne, Spaghetti, Amaretta, Fish and Chips, nein. Dann würde ich sagen, die Tofu-Tacos sind doch nicht schlecht. Und dann räume ich mal eben kurz das hier alles weg. Ach Lucy, du bist so niedlich, ne? Würde ich gleich gerne nochmal schauen, wie es mit deinen Fähigkeiten aussieht. Aber der Papa futtert da jetzt auch noch. Und ich glaube, dann wäre es auch gar nicht schlecht, wenn er dich ins Bett bringt. Aber ich lasse ihn erstmal aufessen. Und du bist konzentriert. Oh, Madame. Starke Netzwerkfähigkeit. Oho. Ist toll darin, ihre Fühler auszustrecken und ihr Netzwerk zu vergrößern. Marie, das ist ja super von dir.
Das ist ja echt gut. So, die anderen beiden schlafen noch. Ja, wir können jetzt nur noch warten. Hast du aufgegessen? Aufräumen. Aufräumen ist okay. Lucy, sprechen. Oh nein, sie weint schon wieder. Sie weint schon wieder. Ins Bett bringen. Kann ich dich einfach ins Bett bringen? Hörst du dann auf zu weinen? Fände ich total gut, weil dann kann der Max nämlich auch mal unter die Dusche hüpfen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. So, Marie, schnappst du dir was zu essen? Machst du das von alleine, ein Gericht nehmen? Ja, ich weiß, das ist nicht ganz so cool. Und dazu kannst du, wir machen das mal eben hier so, hinter der Ecke, Kanal schauen. Kannst du bitte den Kochkanal schauen? Damit du da auf jeden Fall noch ein bisschen besser wirst. Und bringst du sie ins Bett? Geht sie wieder von alleine sprechen? Max, du sollst sie ins Bett bringen. Sprechen nicht. Lucy hier absetzen, auch nicht. Max, einfach nur ins Bett bringen. Da, ins Bett bringen, da steht es. Genau, heb sie hoch. Ja, ja, du musst nicht erst fragen, ob sie ins Bett möchte. Bring sie einfach. Sehr schön, macht er jetzt. So, du guckst den Kochkanal, du kannst dich aber auch hinsetzen dazu. Du musst nicht immer rumstehen. Oh Gottchen, du Arme. Ich glaube echt, die stehen hier vor dem Fernseher, weil er so riesig ist. Oh, ich finde es nach wie vor so niedlich. So, Lucy, dann schlaf mal gut. Diesmal gibt es keine Geschichte. Ich habe aber echt das Gefühl, die meiste Zeit schläft sie. So, Kleinkind überprüfen. Okay, sie ist eingeschlafen. Sehr schön, dann kannst du jetzt unter deine wohlverdiente Dusche gehen. Olivia schläft immer noch, das ist auch in Ordnung so. Ich habe das Gefühl, Maike kommt hier gar nicht mehr auf den grünen Zweig, obwohl es schon im grünen Bereich ist, aber es dauert halt einfach ewig, ne? Du bist jetzt auch fertig. Was machst du jetzt noch in die Spülmaschine räumen? Spülmaschine beladen. Okay, können wir das noch eben kurz abwarten? Und dann gehst du auf jeden Fall auch ins Bett. Nee, du brauchst hier auch kein Nickerchen machen auf dem Sofa. Das muss alles nicht sein. Und du warst... Du warst gar nicht komplett duschen. Duschen gehen. Ich möchte, dass du dich richtig säuberst. Lass dich da nicht von der Chloe ablenken. Genau, bitte einfach richtig in die Dusche hüpfen. Genau, nackig machen, ausziehen und dann passt das schon. So, und danach kannst du dann auch ins Bett gehen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal eben ganz fix durch. Es ist ja schon wieder 5 Uhr. Wer muss denn arbeiten? Es ist Sonntag. Können wir heute mal mit der Familie was machen? Also so mit der gesamten Familie, das finde ich voll gut. Das finde ich echt richtig gut. Also Maike. Maike muss um 16 Uhr los. Oh, wisst ihr was? Das machen wir. Echt, wir machen heute einen kleinen Familienausflug. Ich weiß noch nicht, wohin. Ich habe keine Ahnung. Es wäre vielleicht auch besser. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade was sagen. Vergesst es. So, ihr schlaft jetzt erstmal 7 Uhr. Mein Gott. Ich würde sagen, um 9 oder so kann ich mal gucken. Oder jetzt um 8:30. Jetzt ist es wieder 7.05 Uhr. Habt ihr das gerade gesehen? Manchmal ist das auch echt komisch, ne? Olivia, was ist jetzt mit dir? Du musst ja echt noch ein bisschen schlafen. Ihr müsst jetzt alle noch schlafen. Soll ich euch bis 10 schlafen lassen? Bis 9? Bis 10? Ich weiß es nicht. Also ein bisschen ausgeschlafen solltet ihr schon sein. So, jetzt ist es... Es war gerade schon 9:30 Uhr, aber ist okay. Ach so, du bist wach. Du bist wach. Hey. Oh Gottchen, was machst du? Verdorbenes Essen aussortieren. Ja, mach das... Oder tanz rum, ist auch okay. Verdorbenes Essen aussortieren ist gar nicht schlecht, Marie. Das kannst du machen, das vergesse ich nämlich immer. Also wenn da noch was drin ist, dann mach das gerne. Oh, das hier hätte ich mal in den Kühlschrank räumen sollen. 4 Stunden noch, okay? Kommt mal direkt rein. So, Olivia, jetzt müsstest du aber, genau, du müsstest jetzt mal wach sein. Dann kannst du mal bitte aufstehen. Und dann können wir frühstücken. Nein, öffnen. Kannst du dir direkt hier was Köstliches schnappen? Oh, Marie, es tut mir leid. Es ist aber noch nicht so weit, ne? Ja. Du isst auch schon wieder, obwohl du es gar nicht magst. Das finde ich gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Maike, komm. Maike, du kannst jetzt auch aufstehen. Ja, du musst auch zum Klo, hast Hunger, du kannst jetzt aufstehen. So, benutzen, verwenden. Und Olivia, du kannst dich auch gerne damit irgendwo hinsetzen, ne? Öffnen. Schnappst du dir auch die leckeren Tacos? Setz dich mal einfach hier hin, Olivia. Hier sitzen und plaudern. Könnt ihr mal gerne machen, sofern die Marie dazukommen möchte. Sie Lust? Setz dich, Marie, vielleicht mal hier hin. Ist sie dünner geworden? Ist sie dünner geworden, weil sie das jetzt die ganze Zeit nicht richtig essen kann? Isst sie das denn überhaupt richtig? Also ich glaube, sie macht es schon, aber sie fühlt sich halt unwohl, ne?
Oh Gottchen, du Arme. Ich habe übrigens letztens oder gestern in den Kommentaren gelesen, ob ich denn jetzt Olivia mal ein anderes Schlafoutfit gebe, weil das ist ja eigentlich gar nicht das Richtige. Ja, das machen wir. Wenn die Marie verwandelt wurde, dann können wir alles in einem Abwasch machen. Eventuell auch noch ein bisschen den Max umziehen, die Maike umziehen. Müssen wir mal schauen, ob wir da noch was machen. Und dann bekommt die Olivia auch ihr vernünftiges Outfit. Ich meine, das sollte jetzt nicht mehr so lange dauern. Oh, dieses eklige Essen, ne? Lucy, du kannst noch ein bisschen schlafen. Und du, mein Lieber... Warum? Oh, Flohmarkt. Flohmarkt. Wollen wir das machen als Familienausflug? Also ich meine, der Flohmarkt war jetzt nicht besonders cool, ne? Aber ich fände es einfach ganz schön. Nutzen, verwenden. Ich fände es echt einfach ganz schön, wenn die Familie hier ein bisschen was zusammen macht. Diego, sei bloß ruhig. Also das finde ich schon ganz cool. Spülmaschine beladen, schon wieder. Dann warten wir jetzt, bis die beiden aufgegessen haben. Olivia ist schon soweit. Dann würde ich sagen, warten wir noch auf Maike. Du musst jetzt nicht unbedingt was essen. Lucy schläft jetzt, die muss dann zur Toilette, aber die kann dann auch auf dem Flohmarkt irgendwie ihre Windel benutzen. Wo gehst du denn jetzt hin? Spülst du das hier ab? Und Marie bringt schon wieder den Müll raus. Ach schön, da machen wir einen Sonntagsfamilienausflug. Wobei der Park dafür eigentlich besser geeignet wäre, ne? Einfach mal so in den Park gehen? Wäre auch schön. Weil den Flohmarkt kennen wir jetzt schon. Vielleicht gehe ich auch einfach in den Park. Wer ruft da jetzt an? Wer ist das? Ich habe gehört, dass du nicht besonders gut im Falschen... Du bist nicht besonders gut. Komm doch mit mir zum Flohmarkt, dann zeige ich dir... Ach, Maja... Ich weiß nicht, wenn ich jetzt gerade so an den Park denke, dann finde ich das eigentlich auch ganz schön. Ich meine, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Also hier ist es ja total öde. Wir können ja einfach nochmal gucken. Hm, hier ist sonst auch nichts. Wisst ihr, was ich mal eben mache? Wo haben wir es denn hier? Da hatte ich doch... Da hatte ich so einen wunderbaren Spielplatz hingepackt. Das Problem war, ich speichere mal eben, das Problem war, dass mir das letzte Mal immer abgestürzt ist, wenn ich hier hinten irgendwo hin wollte. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern. Wer wohnt denn hier? Achso, Franbo, natürlich. Leute, die müssen wir mal wieder sehen. Aber gut, ich versuche jetzt hier hinzugehen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wenn nicht, habe ich ja gerade gespeichert. Das ist dann optimal. So, können wir nicht einfach sagen, hier alle aus dem Haushalt einfach mal mitnehmen. Und Daumen drücken, dass es jetzt funktioniert. Ja, es funktioniert. Ach, wie geil. Ich weiß echt noch, dass es die letzten Male nie geklappt hat. Oh, die Clementine ist hier. Da ist das Spiel dann immer abgestürzt. Und hier ist einfach ein ganz netter, schöner, kleiner Spielplatz für die, die es noch nicht kennen. Kann ich aber eben so zeigen. Ja, so ein netter, kleiner Outdoor- und ein bisschen Indoor-Spielplatz. Und das finde ich gerade echt gut. Da kann eventuell die gute... Lucy, ein paar Kinder kennenlernen. Könnte sie vielleicht mal mit der Clementine sprechen? Liebhaben. Ja, einfach mal machen. Die Victoria ist auch da, der Carlo ist da. Na, das ist ja klar, dass der Carlo sich hier wieder auf dem Spielplatz rumtreibt, ne? Unglaublich, wirklich unglaublich. Lucy, ach Lucy, Olivia, was machen wir mit dir? Willst du? Wo geht ihr hin? Geht ihr nach oben? Kann sie schon Treppen laufen? Sie krabbelt die Treppen hoch. Oh Gott, ist das niedlich. Ist das niedlich? Was machen die anderen jetzt? Maike steht rum. Marie, was machst du? Du gehst mit dem Max irgendwo hin? Okay, und was habt ihr zwei da jetzt? Oh wow, das geht aber ziemlich hoch. Das geht aber ziemlich hoch für die liebe Lucy. Oh, ist das schön, ne? Das sieht echt toll aus. Ist das der... Das ist der Ben aus The Walking Dead. Ach, wie schön. So, Lucy... Huch. Da fährt die Kamera automatisch runter. Lucy! Was? Oh Gott, was ist das? Was ist das hier? Zur Tagespflege? Nein, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Das war gerade ein Versehen. Ich hoffe, ich habe es jetzt rechtzeitig abgebrochen. Clementine, hallo! Oh, ich kann gerade leider... Ich kann wieder nicht ranzoomen. Mann, liegt das hier an der Kamera? Jetzt funktioniert es aber. Oh, huch. Hier wird es auch unscharf. Sie muss auch zur Toilette. Oh, Clementine, ich wollte jetzt so gerne ein bisschen mit dir quatschen. Über Prinzessin reden. Über Party reden. Über Superhelden reden. Oh, ist das niedlich. Was machen die anderen? Mit Maike plaudern? Olivia, was machst du? Mit Victor plaudern? Können wir mal eben gucken. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Warum gehst du hier nicht aufs Gelände, Olivia? Hier hingehen. Warum machst du das nicht? Und du kommst nach oben zu Lucy. Ja. Ja, süß.
Ach, ist das toll. Lucy, möchtest du vielleicht mal deine Windel benutzen? Ich weiß, du hast jetzt schon ganz gut gelernt, aufs Töpfchen zu gehen. Aber ich glaube, in die Windel machen ist gerade die bessere Option. Mit wem quatschst du da? Oh Gott. Oh, ist das süß. Aber Clementine ist davon nicht irgendwie angeekelt oder so, ne? Das ist gut. So, und du quatschst da mit Carlo? Wo ist denn der? Carlo, wo bist du? Warst du nicht gerade noch hier? Sah gerade so aus, als hätte die Marie hier irgendwie mit dir gequatscht, ne? Aber ich finde es gerade schön, dass die beiden hier auch ein bisschen was zusammen machen, ein bisschen Schach spielen, über Spielstrategien diskutieren. Ja, einfach ein bisschen tratschen, ist okay. Ihr müsst da jetzt nicht zu Lucy gehen, das muss nicht unbedingt sein. Olivia, du kommst auch nach oben. Ja, da geht die Kamera leider immer automatisch runter. Och, ist das niedlich. Aber sie kann hier nicht rutschen, oder geht das? Was ist das? Moment, das kann sie machen. Clementine, was macht ihr da? Liebhaben. Sie muss voll dringend zum Klo, ne? Wir lenken sie jetzt gerade echt ab. Oh, wie süß sie den Kopf dreht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in diesem Let's Play, seit wir Lucy haben, schon das Wort süß gesagt habe. Ich habe das Gefühl, in jeder Folge 10-mal. Oh. Ach, schön. Macht sie das jetzt noch mit der Rutsche? Was ist das? Ach so, das sagt sie hier allgemein dazu. Okay, aber sie kann damit ja nicht spielen, ne? Das ist ein bisschen schade. Max, was machst du? Irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Olivia, wo bist du? Wo bist du? Du musst aufs Klo und die alle stehen hier rum. Mach es nicht, Olivia. Olivia, mach es nicht, du wirst beschämt sein. Warte erst ab, bis alle draußen sind. Schön abwarten. So, du musst da auch nicht unbedingt was mit der Lucy machen. Ich glaube, das wollt ihr aber gerne, ne? Umarmen. Ach, das ist ja auch schön. Und, kommst du wieder runter oder kommt die Maike jetzt zu dir nach oben? Maike kommt überhaupt nicht. Na, super. Aber sie geht wieder runter. Schade, dass man das hier nicht wirklich sehen kann auf der Treppe, weil die Kamera dann immer zwischen oben und unten switcht. Oh, sie musste auch rückwärts runter. Wow, was muss das für eine Anstrengung sein? Ich meine, das ist ja mal eine riesige Treppe, ne? Oh, ach toll. Das finde ich aber gut. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass die Kleinkinder so wenig mit den... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum kann ich hier in der Ecke nicht ranzoomen? Leute, es ist soweit. Oh Gott, schaut mal, wie sie aussieht. Ich möchte vernünftig ranzoomen, bevor wir weitermachen. Das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gott, Marie, du bist ein Vampir und du bist gar nicht glücklich darüber. Kann das sein? Habe ich gerade so das Gefühl. Ach, natürlich. Oh Gott, das Sonnenlicht. Oh Gott. Oh Gott. Wir sollten nach Hause gehen, oder? Pass mal auf, oder gibt es die Möglichkeit, geh mal bitte schnell hier rein. Geh bitte schnell hier rein. Auf jeden Fall, bleib bloß nicht zu lange in der Sonne. Ich weiß gar nicht, wo wir das sehen können. Ach, das ist die Vampirenergie wahrscheinlich, ne? Gut, jetzt geht's richtig los, dass wir uns hier im Let's Play auch damit beschäftigen müssen, mit dem Durst und mit den Kraftpunkten und natürlich mit der Energie. So, das ist mir aber ganz wichtig, dass du da jetzt schnell reingehst, weil ich glaube, da drin kann ja nicht viel passieren, ne? Gehen wir erstmal hier wieder auf die untere Ebene und dann kannst du, pass auf, oh, Lucy ist traurig. Lucy ist traurig. Wo ist denn Lucy? Oh, das ist so echt so blöd mit den Ebenen hier. Lucy ist beschäftigt. Okay, alles soweit gut. Dann möchte ich jetzt mal eben gucken. Oh Gott, Marie. Was können wir denn mal mit dir machen? Setz dich mal hin, damit du jetzt gerade keinen Unfug machst, weil ich muss mir das Ganze jetzt mal ein bisschen anschauen. Deine Arbeit. Nein, deine Arbeit ist jetzt egal. So, Vampirenergie. Verwenden Vampirenergie, um Kräfte einzusetzen. Okay. Und sich vor den senkenden Sonnenstrahlen zu schützen. Lade Vampirenergie auf, indem du schläfst oder dunkle Magie praktizierst. Alles klar. Soweit kein Ding. Das hier sind die Kraftpunkte. Hier bekommen wir die nächste Stufe. Das weiß ich auch schon. So.
Wenn du weitere Kräfte erhältst, hat dies Konsequenzen. Wähle Schwächen, da du an Stärke gewinnst. Okay, Schwäche muss ich jetzt noch keine wählen. Ich muss jetzt erstmal meine 3 Kraftpunkte einsetzen. Also muss ich nicht, aber Persönlichkeit entblößen. Finde alles über die Merkmale eines anderen Sims heraus. Vergiss langweilige Konversationen und lerne andere richtig kennen. Marie geht auf der Persönlichkeit eines Sims auf den Grund, indem sie auf einen direkten Blick... ich weiß nicht, das hier geht noch nicht. Fledermausgestalt möchte ich auch ungerne, die Fledermausgestalt. Halluzinationen hervorrufen, das finde ich super. Das bekommst du. Und jetzt haben wir im Endeffekt noch einen und können das hier machen, ne? Aktuelle Stufe, Novize des Okkultismus. Verbrauche weniger Vampirenergie. Marie beginnt ihre Vampirenergie. Okay, und die nächste Stufe ist Okkultismus-Schülerin. Alles klar, die Punkte haben wir eingesetzt. Oh krass, sie ist jetzt ein Vampir, Leute. Ich kann das gar nicht glauben. Ich bin echt gespannt, wie wir damit zurechtkommen. Also ob das irgendwie mega stressig wird oder wie auch immer. Du gehst zur Arbeit. Ob das mega stressig wird, wie wir das hinbekommen und unsere freundschaftlichen Beziehungen hier aufrechterhalten. Dass sie da auch niemanden irgendwie ungewollt beißt oder so. Das wäre tragisch, ehrlich gesagt. Wow, hier ist jetzt ganz schön was los, ne? Wo ist Lucy? Da unten bist du. Da unten bist du. Und wir müssen jetzt natürlich auch, das kommt noch hinzu, ein bisschen aufpassen, dass die Marie keinen Unsinn macht. Ich habe sie jetzt da hingesetzt, voll hier auf den Hocker verfrachtet. Aber so allgemein, ne? Also, dass wir, da ist die Luna, dass wir öfter tatsächlich mal ein Auge auf sie haben. Und sie nicht so lange alleine lassen. Nicht, dass sie auf die Idee kommt, hier irgendwen ungewollt zu verwandeln. So, Michael, du gehst gleich zur Arbeit, ne? Ja, das ist soweit okay. Was ist mit Max? Max, du bekommst langsam Hunger. Das war jetzt ein Familienausflug mit Überraschung, ne? Lucy, dir geht's auch soweit gut. Du bist verspielt, okay. Und Olivia, dir geht's noch super. Wisst ihr was? Ich würde sagen, das war's jetzt schon mit diesem wunderbaren Familienausflug. Da hinten kann zwar noch geangelt werden, aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause. Das war jetzt doch eine Überraschung, dass das jetzt gerade passiert ist mit der Verwandlung. Aber ich finde es toll. Boah, ich freue mich auf die nächste Folge. Dann werden wir das auch auf jeden Fall machen und ihr Vampir-Aussehen ändern. Darauf freue ich mich sehr. Und ja, bin gespannt, was ich dann da aus der Marie machen werde. So, wieder zu Hause. Und ist hier irgendwas kaputt? Das hört sich gerade so an, oder ist das die Spülmaschine? Und ich habe gerade überlegt, ob wir für die Marie das Bett lassen oder ob wir einen Sarg kaufen. Ich würde mir die gerne nochmal anschauen. Sarg. Wie, Sarg gibt's nicht, oder was? Es gibt doch Särge. Betten. Wo haben wir es denn? Es gibt doch Särge, ne? Das hier sind die. Wisst ihr was? Ich würde das gerne testen. Also rein theoretisch, ich finde es schöner, pass auf, deshalb packen wir das nur ins Inventar. Ich finde es schöner, wenn sie im Bett schläft. Aber ich möchte es mit dem Sarg gerne mal sehen. Wie kann man den denn hier platzieren? Gar nicht so wirklich, ne? Gar nicht so wirklich. Wenn wir das nochmal zur Seite packen, dann ist das trotzdem noch zu klein. Wenn wir, passt mal auf, das hier kurz wegpacken. So würde es gehen. Moment. So auch. So, die Frage ist, welchen Sarg nehmen wir? Das ist ja schon so ein richtig krasser Sarkophag. Wobei, wir können ja mal eben gucken, wie das mit den Farben aussieht. Rot. Ob sich das hier mit der Zimmerfarbe, mit der Tapete beißt oder ob das geht. Das beißt sich eher mit dem Rest, ne? Weil das ja doch sehr... Ja, das sieht ja schon wie ein hochwertiger Sarg aus. Das ist einfach nur eine Holzkiste. Ne, wenn dann das hier. Das ist so ein Mittelding zwischen den beiden. Das finde ich noch ganz okay. Also wie gesagt, es ist nur zum Test, weil ich das gerne ein-, zweimal vielleicht sehen würde, wie sie in den Sarg geht und darin schläft. Also das hier ist auch wirklich die Vorderseite, ne? Und dann, wir können es ja wie gesagt immer noch ändern, deshalb habe ich das Bett jetzt behalten. Das ist nicht ganz gerade. So, also schön ist es nicht. Schön ist es nicht, aber wir werden es dann mal sehen. So, und dann habe ich auch letztens gelesen, das ist schon ein bisschen länger her, dass mir jemand geschrieben hat, kauft doch ein Bobbycar oder ähnliches für Lucy. Und ehrlich gesagt, Vampire, wo finde ich das denn? Das finde ich hier gar nicht, ne? Das finde ich hier gar nicht, weil die Kleinkinder nur dazu gepatcht wurden. Moment. Ist das hier klassisches Holzauto? Gibt es das überhaupt?
Das gibt's doch gar nicht, oder Leute? Das hier sind die Musikinstrumente und die Aktivitäten. Lampen, brauchen wir nicht gucken. Das hier ist nur Deko. Das hier sind auch nur die Spielzeugautos. Was haben wir hier? Also nichts, was nach Bobbycar aussieht. Nee. Das stand irgendwas in den Kommentaren. Wie gesagt, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Bobbycar oder irgendwas anderes. Aber vielleicht war das auch nur... Vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Und die Person hat geschrieben, oh, es wäre schön, wenn es ein Bobbycar geben würde. Weil das hier... Also ich meine, Bobbycar ist ja auch eine Marke. Das werde ich ja so nicht finden, ne? Bobbycar, wie wird man das nennen? Auto. Pass mal auf, wenn ich sage... Aber ich glaube, das gibt's nicht. Auto. Auto. Autorität in Zimmerpflanze. Nein. Auto? Autorität in Zimmerpflanze. Nein, danke. Keine Autorität in Zimmerpflanze. Also, wenn es ein Bobbycar gibt, wie gesagt, schreibt mir das nochmal gerne. Dekolagerung. Nee. Ich kann... Moment, das können wir nochmal eben machen. Aber das ist ja auch schon länger her. Also, ich meine, das... Großstadtleben, Gaumenfreunde, Vampire, coole Küchen. Nee. Das Kinderzimmer-Pack, das ist ja auch schon ewig. Also es gibt schon ewig. Da habe ich mir alles angeschaut. Da gibt es kein Bobbycar. Warum bin ich bei Deko? Ich möchte gerne alles anzeigen. Da gibt es kein Bobbycar oder ähnliches. Gut, Leute. Also wenn ihr irgendwie sowas wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann gucke ich da gerne nochmal nach. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt für diese Folge. Marie hat sich verwandelt und beim nächsten Mal werden wir ihre Vampirgestalt anpassen. Ich freue mich da sehr drauf und ich freue mich auch sehr darauf, mit ihr die Vampir-Karriereleiter hier zu durchleben. Und dann müssen wir mal schauen, wen wir so beißen werden, ne? Kleinkind überprüfen. Na, schön, dass du das noch machst. Gucken, wie lange noch. So, es wird wieder unscharf und deshalb würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir sind wieder komplett raus aus allem. Und ja, ich sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.